بسم الله الرحمن الرحيم. Verehrte Muslime, ich möchte in meiner Hutbe inshallah heute über eine menschliche Eigenschaft reden, die man bei vielen Menschen sehen kann. Es ist der emotionale Stress und vor allem emotionale Wunden, die die Menschen mit sich tragen. Hierzu möchte ich eine Ayah aus dem Koran vortragen, inshallah. In der Sura Qasas, Vers 10, sagt Allah, Jalla Jalaluhu, Sa'idu Billah, وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغًا إِنْ كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلَا أَنْ رَبَتْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. Und das Herz der Mutter Musas wurde leer, jeder Hoffnung entleert. Beinahe hätte sie ihr Geheimnis preisgegeben, wenn wir nicht ihr Herz gestärkt hätten, damit sie am Glauben festhielte, sagt Allah. Dieser Vers ist eines der schönsten Verse der Hoffnung für den emotional gekränkten Menschen. Und jeder Mensch erfährt in seinem Leben emotionale Ereignisse, die ihn prägen und vielleicht sogar eine traumatische Wunde hinterlassen. Sei es eine Scheidung der Eltern, ein Todesfall, sei es im Eheleben oder ähnliches, sei es von den Kindern, das Kind will nichts von seinen Eltern wissen oder gehorcht nicht. Oder vielleicht ist ein Kind gestorben oder hatte einen schweren Unfall oder sei es auch was anderes in der Gesellschaft. Man wird nicht akzeptiert, man verliert die Arbeit, sein Haus, ähnliches. Vergleicht es. Jeder Mensch erfährt in seinem Leben Dinge, die ihn emotional verwunden, verletzen. Man trägt davon Wunden mit sich, sodass man denkt, dass man davon vielleicht nie mehr loskommt. Deswegen diese Ayah. Die Mutter von Musa a.s. hatte eines der überhaupt schlimmsten Ereignisse, die eine Mutter widerfahren kann. Sie musste ihr kleines Baby in den Fluss werfen. Es ist nicht mal vorstellbar, dass eine Mutter so etwas tun könnte. Oder könnt ihr euch das vorstellen? Aber sie hat nur zwei Optionen. Entweder sie sieht, wie ihr Kind von den Leuten von Pharaon vor ihren Augen geschlachtet wird und gebracht wird. Oder sie legt es in den Korb und wirft es in den Fluss. Was sie von alleine niemals hätte tun können, aber Allah hat ihr die Kraft dazu gegeben. Und als sie das getan hat, sagt Allah über sie, das Herz der Mutter Musas wurde leer. Fariga. Es wurde entleert, jede Hoffnung, es war leer. Ihr Herz wurde emotional leer von diesem traumatischen Erlebnis. Eine Mutter sieht zu, wie ihr Kind im Fluss vor ihr davon dahin fließt. Allah sagt, ihr Herz wurde leer. Kennt ihr das? Wenn ein Mensch nach einem Ereignis, nach so einem traumatischen Erlebnis einfach nichts mehr machen kann. Sie können nur nicht mal sprechen. Man kann nur nicht mal mit den Augen blinzeln, wenn man emotional komplett gelähmt ist. So war ungefähr der Zustand von der Mutter Musa a.s. Und Allah sagt, sie hätte ihm beinahe verraten, sie hätte beinahe das Geheimnis preisgegeben. Beinahe wäre sie hinterhergerannt und hätte gerufen, das ist mein Baby, aber dann hätten sie es getötet. Und hier sagt Allah, wenn wir nicht ihr Herz gestärkt hätten, wenn Allah nicht ihrem Herz, das so emotional leer geworden ist, die Kraft gegeben hätte. Und Allah sagt uns, dass er es war, der in ihr Herz Kraft gegeben hat, der ihr Herz beruhigt hat. Und genau hier ist der Punkt, verehrte Muslime. Allah ist derjenige und der Einzige, der die verwundeten Herzen wieder heilen kann. Wenn ein Mensch in einer Situation ist, in der er sagt, ich kann so nicht mehr leben, es geht einfach nicht mehr weiter. Und in was für eine Situation war die Mutter von Musa a.s.? Aber was war der Grund, warum Allah sie da rausgeholt hat aus diesem Trauma? Es war ihr Iman und Allah hat ihr Herz gestärkt. Und das ist das Schönste hier. Sie war kein Prophet. Sie war eine Frau, eine gläubige Frau. Genauso wie du und ich. Wie eine muslimische Frau, wie ein muslimischer Mann. Allah hat ihr Stärke gegeben. Und er sagt, wenn wir nicht ihr Herz gestärkt hätten, damit sie zu denen am Glauben festhielt. Deswegen musst du wissen, dass Allah derjenige und der Einzige ist, der dir dein Herz wieder füllen kann mit Kraft, mit Iman. Wenn es emotional verwundet ist, egal welche Emotion, egal welche Traurigkeit, welche Wut, Enttäuschung oder anderes. Allah ist derjenige, der dich sofort dort rausholen kann, wenn du ihn bittest. Und was passierte am Ende? Wir lesen weiter. وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَادِعَ مِنْ قَبْلِ. Und wir verwehrten ihm die stillenden Frauen. فَقَالَتْ. Seine Schwester war gefolgt. Und sie sagte, die Schwester, هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ. Soll ich euch zu einer Familie führen, die ihn betreuen kann? لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاسِحُونَ. Und sie werden auf ihn aufpassen. Und Allah sagt weiter in dem nächsten Vers. فَرَدَتْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ. Dann gaben wir ihn seiner Mutter zurück. كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ. Damit sie sich erfreuen kann und damit sie nicht traurig ist.
وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌ. Und damit sie zweifelsohne weiß, dass Allahs Versprechen wahr ist. وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. Doch die meisten Menschen, sie wissen es nicht, sagt Allah. Hast du gedacht, Musa ist alleine, als er in den Fluss gelegt wurde? Hast du gedacht, dass die Mutter von Musa a.s. alleine war? Nein, wallahi. Und genauso bist du und die Muslime weltweit niemals alleine, das musst du wissen. وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. Aber die meisten Menschen, sie wissen es nicht, sagt Allah. Mach das, was Allah dir befohlen hat. Sei aufrichtig wie die Mutter von Musa a.s., sie ist eine Frau. Sei aufrichtig wie Ibrahim und Ismail a.s., als sie geprüft wurden und er seinen Sohn schlachten musste. Sei genauso aufrichtig. Und Allah wird auch unsere verlorenen Kinder genau dann wieder heimkehren lassen. Möge Allah uns Kraft geben für diese Situationen. Möge Allah unseren Iman stärken. Amin. Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun.